Wer ist der Mörder? Wie sieht er aus? Wo eine kleine, weiße... Kriminale Stolpers. Privatleben hast du auch nicht mehr. Private Harmlosigkeit bei Mördern ist es doch gar nicht denkbar. Jeder Quadratmeter muss unter ständiger Kontrolle stehen. Na, ist das ein Ding? Ja, mein Junge. Und die hast du auch nicht gekannt, was? Ich kann doch nicht. Dass dieser Mensch ein kranker Mensch ist und einem kranken Menschen übergibt.